Der Mensch möchte manchmal gerne in die Zukunft gucken. Das heißt, er möchte auch sich mit dem beschäftigen, was vielleicht sein könnte. Und dieses vielleicht sein könnte lässt natürlich die Fantasie doch unheimlich anregen. Ich hatte eben diese Platte hier mir angeguckt, konnte mir im ersten Moment nichts darunter vorstellen, aber anhand der Zahlen war mir dann relativ schnell klar, dass es sich hier um eine Art Spiel handelt. Ist das richtig so? Ja, ist richtig so. Ist so ein sogenanntes Tabletop-Spiel. So, das heißt Blood Bowl. Ist so ein, sag ich mal, wie in der Realität so ein Football-Spiel, nur eben auf Fantasy-Weise. So, da kann man dann verschiedene Völker aneinander antreten, die dann eben versuchen müssen, einen Touchdown zu kriegen. So. Da geht es in der Regel um Schlachten. Das heißt, es geht um einen Säbelschwinger und einer hier vorne bläst das Horn. Das heißt also, irgendwo setzen die dich mit irgendwas auseinander. Ja, ich sag mal, der mit den Horn ist der Schiedsrichter und es ist ja auch ein richtiges Mannschaftsspiel, so wie, sag ich, Fußball oder Volleyball, Handball und es ist eben halt Football und nur ein bisschen ausgeprägter und mit ziemlich viel Fantasie, mit Monstern, die gegeneinander kämpfen und so und eben auch Menschen gibt es auch, die dann versuchen eben natürlich den ersten Platz immer zu halten, damit keine Monster eben die Herrschaft, sag ich mal, übernehmen und so. Und So wie ich aber sehe, haben Sie hier ein Handbuch und dieses Handbuch nennt sich Blood Bowl, also Blutkugel, gehe ich davon aus. Seid ihr? ja, so irgendwie so ein Ei so von dem, wie beim Football halt so. Und in den Handbuch sind dann eben die ganzen Regeln erläutert, wie man dieses Spiel spielt und so. Ja. Die Punkte auf den Feldern hier bedeuten dann die Standorte. Ist das richtig so? Ja, ist genau, da kann man dann eben wie beim Schach die Figuren richtig präzise eben dann setzen, sag ich mal. Jede Figur hat dann Bewegungsschritte, 6, 5 und je nachdem kann man dann die dann so setzen. Wie sind Sie zu diesem Hobby gekommen? Ja, über Freunde und dann, sage ich mir mal, hat sich das immer weiter ausgeprägt und dadurch schon lange dabei, jetzt so 7 Jahre schon. Sie haben auf dem Nebentisch ein etwas anderes Spiel oder es ist aber mehr ein Schauspiel, nehme ich mal an. Nee, das ist auch ein Tabletop-Spiel, aber ein anderes Spiel, das ist eben Warhammer 40.000. Das ist ein bisschen ausgeprägter als jetzt Blood Bowl, weil da kann man richtig Armeen aufbauen, die riesengroß, aber auch ganz klein sein könnten. Und je nachdem, so, das ist auch ein bisschen ausgeprägter von den Regeln her, da ist es doppelt so buch, das Handbuch. Und auch viel mehr Fantasie, noch viel mehr. Also was viele Computeranimationen machen, machen sie im Plastischen auf dem Tisch. Ja, weil Modell halt und es ist was Schönes so. Es macht Spaß. Das beinhaltet natürlich auch die Tatsache, dass man gewisse Regeln einhalten muss und diese Regeln dann auch durchspielt. Ja, genau. Man kann dann auch Szenarien nachspielen, dass man irgendwie einen Panzerwrack bergen muss und so. Und dementsprechend gibt es dann Regeln halt, nachdem man die spielen kann so. Die Figuren, die sind ja nicht, die kann man jetzt auch nicht so kaufen. Die muss man auch noch selber bauen und selber zusammenbasteln. Und die meisten, die muss man selber, sag ich mal, entwickeln. So. Und Also das heißt, dass Sie diese Figuren auch selber entworfen haben oder mitentworfen haben oder auch übernommen haben. ja, umgebaut halt. Eben verschiedene Figuren zusammengesetzt und zu einer, sag ich mal. Und Sind das nun Plastoline-Figuren oder was sind es für welche? Ist gemischt. Also es gibt Zinnfiguren sowie Plastikfiguren. Und das gibt es dann auch nochmal Plastik und Zinn zusammen oder nur extra Plastik und Zinn.